Hey ihr, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 1. März, das heißt, es gibt ein neues Aufgebraucht-Video. Ich habe den Monat Februar nicht ganz so viel aufgebraucht, aber es sind viele Sachen kurz vorm Leergehen. Also im März geht dann noch mal was leer. Ich habe auch ein paar Sachen aus dem Pröbchen aufbrauchen aufgebraucht, weshalb nicht so viel Großes leer gegangen ist. Ich hätte aber gesagt, wir starten wieder mit Haushalt. Ich schreibe euch wieder in die Infobox, wie viel leer gegangen ist. Ich habe nämlich noch nicht gezählt. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Falls doch, zeige ich euch das auf Instagram. So, weil ich habe nämlich das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr bestimmt. Wir fangen wieder an mit Klopapier. Ich habe dieses süße Klopapier von Softstar aufgebraucht. Guckt euch das an. Eisbären sind meine Lieblingstiere. Das musste mit. Wunderbärchen heißt es. Und diese süßen Eisbären sind da drauf. 8 Rollen, 150 Blatt. Dreilagig, wie immer, nehme ich mit. Habe ich auch nochmal nachgekauft und nochmal im Angebrauch, weil es das letztens für 1,69 im Angebot gab. Und ich gedacht habe, musste nochmal mitnehmen. Weil sonst kostet 1,99 und die 10% eben dazu. Habe ich gleich nochmal mitgenommen, habe ich gleich nochmal im Angebrauch. Dann machen wir weiter mit Haushalt. Ich habe auch gebraucht eine Taschentücherbox. Ich glaube, das waren Taschentücher. Moment, ich gucke. Ja, Taschentücher Balsam von Alouette. Die sah so aus, also so eine quadratische. So hatte ich an meinem Nachtkästchen stehen, 56 Tücher, dreilagig, Balsam und sicher habe ich mir gekauft, als ich jetzt so Schnupfen hatte. Mich hat der Schnupfen erwischt, nach langem mal wieder, aber es war eine Sache von 4 Tagen, dann war er wieder weg und das war's. Es war auch nur Schnupfen. Jo. Dann, ich habe so viel Kunterbunt bei Haushalt aufgebraucht, also nicht von einer Kategorie. Ich habe einmal noch Klosteine. Blütenfrische werde ich mir nicht mehr kaufen. Jetzt weiß ich wirklich, dass die stinken, finde ich. Jedes Mal, wenn ich das Klo aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, was riecht denn hier so? Und das sind die, ich mag den Geruch nicht und deswegen kaufe ich die nicht mehr nach. Ich war mir beim ersten Mal nur nicht sicher, ob das von den Steinen kommt. Aber jetzt riecht es wieder so, also wird davon kommen. Dann einmal... Upsalala, ich habe es umgeschmissen. Ein Rasierer, Einwegrasierer. Habe ich noch 3 oder 4 Stück davon durch die ganzen Adventskalender. Eine Zahncreme. Die hat sehr lange gebraucht, bis die leer war. Deswegen habt ihr auch lange keine mehr gesehen. Weil das einfach eine Riesengröße war von Galgate, die Max White Shine Crystal in... Jetzt suche ich gerade, wo das draufsteht. Wie viel Milliliter? Hier vorne. 100 Milliliter. Das hat für mich allein ewig gedauert. Wahnsinn. Man braucht ja auch nicht so viel davon. Deswegen, ja. Die hat gut geschmeckt. War okay. Ja, ich kaufe eigentlich immer Golgate nach, wenn ich kaufen muss. Dann ein Weichspüler ist leer gegangen. Von Softlan das Bouquet der Düfte mit ätherischen Ölen, Magnolie und Lavendel. Ich habe den gesehen in der Metro, habe gedacht, der ist neu. Der muss mit, der sieht schön aus. Und ich liebe diesen Weichspüler. Der ist Wahnsinn, der hat so, so schön gerochen. Er hat auch relativ lang gehalten, 27 Wäschen steht drauf. Ich liebe den Duft einfach. Wenn ihr den mal seht, riecht mal dran, schnüffelt mal dran, der ist genial. Ich würde mir keinen anderen mehr nachkaufen, aber ich habe noch so viel. Und dann werde ich wahrscheinlich auf den zurückkommen, wenn es den dann noch geben sollte. Jetzt habe ich noch einmal von OB die Mini, zeige ich euch, zähle ich dazu. 16 Tampons, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Und noch eine Kerze und einen Tee. Eine IKEA-Kerze, die bei mir zum ersten Mal wunderschön abgebrannt ist. Das war diese Winterzo 17. Ich weiß nicht, ob die von Zo 17 ist. Mit dem wunderschönen Glas. Und die ist wirklich echt, also hier sieht man es, das ist ganz unten abgebrannt. Und da passiert jetzt nichts mehr. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich das Glas behalte, weil mir das so gut gefällt.
Finde ich zu schade zum Wegschmeißen. Vielleicht kann man das ja irgendwie rauslösen. Und dann habe ich noch von Messmer ein Tee geleerter Strawberry Cheesecake. Den finde ich echt gut, obwohl der von Teekanne besser schmeckt. Ist da auch nicht schlecht. 18 Stück sind da drin. Ja, ihr kennt mich, ich liebe Tee. Brauche ich immer irgendeinen auf. Wobei ich da eigentlich immer kreuz und quer trinke. So. Dann gehen wir mal weiter zum Körper. Ich habe ein Full-Size-Produkt geleert. Und zwar von Ditamin, das Wellness in Kerk, Zitrone, Buttermilch, Duschpeeling. So sieht es aus. Gute Laune Duft. War okay. Hat gepeelt. Aber auch nicht das gröbste Peeling, aber auch nicht so leicht wie die Balea Peelings. Also so ein Mittelding, war gut vom Duft. Bräuchte ich jetzt aber, glaube ich, nicht nochmal. War, fand ich, ein bisschen schwer zu verteilen. 200 Milliliter waren drin. Ja, Peeling habe ich jetzt noch welche nachgekauft. Also habe ich jetzt wieder welche. Ja. Dann habe ich einmal Reinigungstücher aufgebraucht von Nivea. Die biologisch abbaubaren, erfrischenden Reinigungstücher. Ihr wisst ja, ich benutze fast gar keine Reinigungstücher mehr. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Monate keine aufgebraucht. Glaube ich. Jetzt sind die eben leer. Ich habe von Nivea die Micellentücher nachgekauft, weil ich die nicht gefunden habe. Jetzt gab es aber wieder das letzte Mal, als ich beim Rossmann war. Finde die Micellentücher ein bisschen mehr durchtränkt als die hier, aber die sind auch nicht schlecht. Kann ich nichts dagegen sagen. Und wenn es halt mal schnell gehen muss, abends nach dem Konzert um 1 Uhr habe ich dann auch keinen Bock mehr, mich abzuschminken, dann helfen eben solche Tücher. So, und jetzt komme ich zu meinen kleinen Brübchen aus meinem Probenreck. Da habe ich doch einiges wieder geschafft. Ich habe jetzt unten im Bad noch 4 Proben stehen, die ich noch leer machen möchte. Das läuft ja noch bis 6. März und dann konzentriere ich mich wieder auf meine großen Größen und dann habe ich auch gut einiges aufgebraucht von den kleinen. Bin ich schon stolz auf mich, dass ich doch einiges geschafft habe für meine Verhältnisse und meine Box mit dem Brom ein bisschen weniger geworden ist. Auf jeden Fall habe ich aufgebraucht von Schwarzkopf Gliss-Kur das Hair Repair Ultimate Repair Hair Spa mit Keratin und botanischem Puder. Das sieht so aus. Das ist, glaube ich, gar keine Probe. Das kann man so kaufen. Aber ich habe es jetzt mal von der Größe her dazu gezählt, weil das sind 50 Milliliter. Hat mir für 2 oder 3 Mal gereicht. Ist eben für sehr geschädigtes und trockenes Haar. Ohne, also aufs nasse Haar und dann ausspülen. Ihr könnt es ja mal kurz durchlesen, wenn ihr wollt. Moment. Macht er halt Pause, wenn er durchlesen wollte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt eine Maske in dem Sinne ist. Habe ich mal umsonst bekommen in der Rossmann-App als Gutschein. War okay, da waren aber so komische Körner drin, was mich ein bisschen verwirrt hat. So wie eine Art Peeling praktisch für die Haare. Ja, ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen, aber war mal schön zum Ausprobieren. So, dann habe ich 3 Duschgele in klein leer gemacht. Einmal von Ditamin Wellness Care Mandelblütentraum. War okay für den Winter, brauche ich aber auch nicht in groß. Einmal von Balea Creme Dusche It's a Magical Time mit Schokoladenduft. Habe ich ins Badewasser geschüttet, war jetzt nichts für mich zum Duschen. War nicht so schön wie das Palmolive Schokoladenduschgel. Und von Sauber, dass die Klipperdusche duftet nach Backpflaume. Da hat sich jetzt noch einiges angesammelt, aber ich schau mal, ob ich es noch rauskriege zum Händewaschen. Das ist sehr, sehr fest, weil es eben so eine Klipperdusche ist. Und auch der Flakon, sage ich schon, ist sehr fest. Deswegen mal schauen, ob ich es noch rauskriege. Hat aber einen ganz guten Duft gehabt für den Winter. Dann habe ich eine Mini-Handcreme aufgebraucht von Yves Rocher. Pomme Rouge, also roter Apfel. Was ihr hört, ist meine Katze im Hintergrund. Tut mir leid. Die hatte 30 Milliliter. Von Yves Rocher eben, war okay, hat nicht sonderlich arg geduftet, war eher so ein dezenter Duft, aber auch ein schöner Duft, halt gut gepflegt, habe ich immer beim Rausgehen aus dem Haus benutzt. Das stand da vor der Haustür praktisch, dass ich mich erinnere, die zu benutzen und hat funktioniert. Dann habe ich noch eine Bodylotion aufgebraucht, den kleinen von Sauber,
Bodycelli duftet nach Waldbeeren. Upsalala. Ich schmeiß heute alles runter. So sieht das aus. War blau und klebrig. Weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Ich gucke mal. Nee, weil ich habe es ausgespielt. Also hier sieht man sie noch so ein bisschen. War ganz lustig vom Auftrag. Hat mir tatsächlich auch echt viermal oder so gereicht. War dann sehr ergiebig. War auch gut vom Duft. Bräuchte ich aber auch nicht in groß. Und von Nivea Q10 Power Anti-Falten Nachtpflege. Das ist so ein Mini-Tiegelchen nur mit 5 Millilitern. Aber diese 5 Milliliter reichen mir echt so oft. Ich kann die locker, also so geht die tief, 10-mal benutzen oder so. Weil die echt so reichhaltig ist, dass man wirklich nicht viel davon braucht. War auch im Adventskalender, ist jetzt leer. Aber ich mache da keinen Unterschied, ob Tages- oder Nachtpflege. Ich benutze eigentlich nachts nicht eine andere als tagsüber. Ja, und jetzt habe ich noch so Sachets. Einmal von L'Oreal das Hydratinös Aloe Water. Habe ich auch noch zweimal da, glaube ich, als Sachet und einmal in groß. Aber ich will erst die leer machen, bevor ich das große aufmache. Finde ich genial. Und von Diadermin ein Hydralifting Tagescreme und Hydralifting Serum. Kann ich mich ganz ehrlich nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung mehr. Ja, die sind auch leer. So, jetzt kommen wir noch zu den Masken und Badezusätzen. Und dann habe ich noch zwei dekorative Sachen für euch. Ich fange mal an mit den Masken. Ich habe einmal aufgebraucht von Aloe Vera, von Shames, die Aloe Vera Maske eine Hälfte. Mit Sofort-Effekt. Hatte ich im Trash-Tausch-Paket, genauso wie eine Hälfte von der Anti-Pickel-Maske. Die ging für mich fast gar nicht vom Duft. Also das war wirklich, wirklich schwer auszuhalten. Werde ich nicht mehr kaufen. Also ich habe sie auch nicht gekauft, aber würde ich mir auch nie kaufen. Gut, dass ich es mal ausprobiert habe. Und dann noch von Cadea Vera die Makaro-Maske. Limette, Shea-Butter und Mandelöl. Wollte ich jetzt mal ausprobieren, weil es die ja im Moment noch gibt. Und bevor die rausgeht, dachte ich mir, probiere ich mal, ob sie gut ist. Mir war es zu limettig vom Duft, würde ich sagen. Hat nicht so nach Makaro rausgerochen, mehr nach Limette. Es war nicht so mein Duft. Von der Pflege war sie schön kühlend, aber vom Duft her war es nicht so meins. Dann sah ich mit der Tuchmaske aus wie ein Weihnachtsmann. Die von Face Love, glaube ich. X-Mess Spices für Hauterholung. Alle Hauttypen. Santa Claus Face. Ich weiß gar nicht noch, was die gerochen hat. So ein bisschen weihnachtlich, kiefernmäßig so ein bisschen. Steht aber auch nicht drauf. Habe ich auch aus dem Tauschpaket bekommen. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Und die letzte Maske ist von Action. Von The Beauty Depth. Cherry Blossom Face Sheet Mask. So sieht die aus. Irgendeine koreanische Maske habe ich letztens entdeckt bei Action. Habe ich mitgenommen. War sehr dezent vom Duft. Hat aber super schön gepflegt. Hat jetzt nicht wirklich nach Cherry Blossom, also nicht blumig gerochen, wirklich ein schöner, feiner Duft. Aber hat wirklich gut gepflegt. Also für den Preis bei Action kann man nie was sagen, finde ich. So, und jetzt war ich noch viermal baden. Also die im Monat viermal, so wie immer. Einmal von TT Sept eine Handvoll Sternenglitzer. Habe ich wieder leer gemacht mit Pflaume, Sandelholz und Zimt. Habe ich, glaube ich, sogar noch eins da. Hole ich mir immer mal wieder, wenn dieses 5 plus 1 bei Rossmann gibt. Mag ich für den Winter, super schön. Dann von Tracklemoon, das Miracle Essence mit Vanille und Patchouli. Es hat wirklich schön geschäumt, das war ein Badeschaum. Wirklich toller Schaum. Hat aber mehr nach Patchouli gerochen als Vanille. Ich hätte mir ein bisschen mehr Vanille gewünscht. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen, weil der Duft hat mich dann doch nicht so umgehauen. Und von Cien die Badeperlen Granatapfel. War ich echt überrascht von. Hätte ich nicht so gut erwartet. Haben auch ein bisschen Schaum gemacht und haben relativ gut geduftet. Ich habe aber trotzdem noch ein Duschgel mit Granatapfel dazugegeben. Aber auch allein hätten sie ihren Job getan. Also finde ich gut. Und dann zum Schluss noch von Tee bei TTZ Sparkling Snowball Sprudelbad mit Vanille, Karamell,
und Mandarinenöl. Das war eben so ein Schneeball hier. Habe ich mal reduziert mitgenommen. Ja, hat nicht wirklich besonders geduftet, finde ich. Hatte keinen richtigen Eigenduft. So mehr nach nichts. Also wirklich, das hat sich auch aufgelöst. Das Wasser war weiß. Kein Schaum, kein Duft. Also als hätte ich in nichts gebadet, so ein bisschen. Vielleicht war er auch schon einfach nur älter, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. So. Und die letzten zwei dekorativen Sachen, dann sind wir durch. Die kommen dann auch in meine Tasche für die dekorativen Sachen. Ist einmal von Catrice der Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Habe ich mal mitgenommen für 1,95 im Abverkauf. Der hat eben so eine Filzstiftspitze. Aber der malt fast nicht mehr. Also jetzt malt, na toll, jetzt malt er wieder. Aber das macht ungefähr, ja schaut, hier fängt es schon wieder an, dann wird er grau und dann kommt nichts mehr. Und grauen Eyeliner trage ich nicht, also ja, ist vorbei, zählt für mich als aufgebraucht. Und das letzte ist von Christina Aguilera, das Red Sin Parfüm in 15 ml. Ich habe es endlich leer. Ja, ich liebe den Duft, aber irgendwann hängt er zum Hals raus und ich glaube, der war auch nicht mehr so gut. Ein bisschen leicht veränderter Duft war er schon, deswegen habe ich den jetzt aufgebraucht. Und jetzt kommt das nächste dran, was schon länger offen ist, von Christina Aguilera. Und ja, habe ich als Arbeitsparfüm benutzt. Ist jetzt leer. So, zwar weniger. Ich schreibe euch in die Infobox, wie viel. Meine Pröbchen zähle ich dann auch mal durch, weil da habe ich mir auch aufgeschrieben, wie viel es letzten Monat waren. Und ja, im März endet ja das Pröbchenprojekt. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein extra Video dazu drehe, weil ich weiß nicht, was ich euch zeigen soll. Die Massen, die noch übrig sind oder die Sachen vom letzten Monat habe ich schon weggeschmissen. Ich kann euch dann höchstens im Aufgebraucht-Video vom März eine Zahl nennen, wie viel Pröbchen und Sachets ich aufgebraucht habe. Aber das war es dann, denke ich, auch. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye.